Wir hatten auch dieses Jahr wieder eine NUG und ich will jetzt einfach mal ein paar Fotos von der Veranstaltung zeigen. Hier sehen wir, dass die Farbe dieses Jahr war lila und wir haben versucht, das Audimax so ein bisschen farbig auszuleuchten. Das war unser Einkauf von 120 Litern Wasser für Speaker und Helfer. Und hier sehen wir den Infodesk am Aufbau. Diesmal mit einem wunderschönen Logo ausgestattet, das auch auf den Fußboden projiziert war. Das ist der Stand des Fab Labs, wo wir uns zu Beginn der Veranstaltung gefragt haben, kommen die eigentlich noch? Was ist da los? Das ist der Aufbau der Chaospost. Wir hatten dieses Jahr das erste Mal die Chaospost dabei, die uns in intensiver Vorarbeit einen Koffer zusammengestellt haben, den sie uns dann wenige Tage vorher mit der Post geschickt haben, woraufhin die Post gesagt hat, wir können ja keinen Koffer verschicken, jetzt das Ding geht zurück. Sodass wir dann am Tag der Veranstaltung diesen formschönen Ersatz, Pappkartonkoffer da hatten, wo wir dann die Chaospost mit aufgebaut haben. Das ist die Uhr für die Lightning Talks. Auf den Lightning Talks haben wir dann 10 Minuten. Im Moment kämpfe ich gegen die gleiche Uhr an, die jetzt nur noch 5 mir bietet. Genau, hier sehen wir dann, wenig später war das FabLab dann doch da und hat dann auch groß aufgebaut. Hier dann die Chaospost auch im aufgebauten Zustand und selbstverständlich mit Hai, ganz wichtig. Das ist unser Teamfoto dieses Jahr in den Farben der vergangenen Nukes und mit Ich kämpfe für die Uni Lübeck Shirt. Da musste jemand beweisen, dass er noch älter ist als die erste Nuke. Es gab dann auch Publikum, Menschen waren mehr oder weniger interessiert an Vorträgen. Und das Chaotikum hatte einen Lötstand auf der NUG, wo wir versucht haben, Menschen das Löten näher zu bringen und mit Oszilloskopen zu spielen und natürlich mit Hai. Genau, so sah das dann aus. Menschen haben unser Nachtlicht-Lötlernset zusammengebastelt. Und da sehen wir dann nochmal ein paar mehr Menschen am Löten. Genau, große Beteiligung. Das war alles sehr gut. Das entsprechende Lötset wird dann jetzt noch weiter optimiert und dann werden wir auf diversen Veranstaltungen das irgendwie anbieten. Hier sehen wir einen der vielen Stände. Wir hatten dieses Jahr, glaube ich, 18 Stände im Foyer des Audimax. Sehr großer Erfolg. Hier ist gerade Extinction Rebellion. Hier nochmal zurück zum FabLab und zu Kim. Ja, also auch irgendwie maritim, jetzt nicht mit Hai, aber dafür mit Okto. Genau, hier der TTN LoRaWAN-Stand. Hier wieder interessierte Menschen im Publikum. Auch neu dieses Jahr, wir hatten eine Chill-Ecke im Foyer, wo man jetzt auch so das erste Mal halbwegs gemütlich sitzen konnte. Gute Sache, müssen wir ausbauen. Nächstes Jahr brauchen wir mehr als 3 Sessel. Vier, es gab 4, aber nicht auf dem Foto. Ja, nachts wurde es dann dunkler, da war das dann so mit der Beleuchtung auch stimmungsvoller. Auch von außen, wenn man ein bisschen hinterher an dem Foto gespielt hat, auch alles sehr lila. Das ist im Dunkeln der CTF-Stand, die sich mit Capture the Flag-Rätseln beschäftigt haben. Sieht immer sehr stilvoll aus, wenn da Informatiker auf Bildschirme blicken. Und wir haben auch dieses Jahr wieder im großen Stil Videos aufgenommen. Diesmal das erste Mal auch mit einem HDMI-Capture-Tool, sodass wir jetzt auch die Bildschirme einigermaßen sinnvoll haben. Und jetzt sind wir gerade dabei, diese Dinge alle zusammenzuschneiden. Das ist jetzt so ein bisschen Frickelarbeit, weil irgendwie da muss der Ton hier unten von 3 verschiedenen Speakern und dann irgendwie die Videoaufnahmen von den Kameras und dann die Bildschirmaufnahme irgendwie zusammengestöpselt werden. Aber das funktioniert alles soweit sehr gut und demnächst wird es dann auch auf dem YouTube-Kanal diverse Videos geben. Hier zum Beispiel der Extinction Rebellion-Vortrag wird kommen, wird gut. Das erste Mal, dass ich in der Zeit bin. Gute Sache.